Das womöglich beliebteste Uhrenmodell, das es gibt, Datejust. Und wir haben heute eine kleine Variation davon bei uns auf dem Tablett. Vintage Datejust 36, muss man sagen. Und wir haben einfach mal das, was wir gerade auf Lager haben, hier hingelegt und wollen heute mit euch darüber reden, was macht dieses Modell so bekannt, auf was muss man beim Kauf achten und warum ist es eine gute Allrounder-Uhr. Es gibt mehrere Faktoren, die man beachten muss bei diesen Uhren, wenn man sie kauft und die auch den Preis machen. Ich würde sagen, wir starten mal ganz kurz beim Band. Mhm. Wichtig festzuhalten, Oysterband und Jubilee-Band. Ja. Jubilee-Band ist beliebter. Und was ist, sage ich mal, die Besonderheit bei diesen Bändern? Der Zustand. Ja. Das ist extrem wichtig zu beachten. Warum? Man kennt es bei dem Thema Rolex, das Thema Stretch. Also wer schon mal solche Bilder gesehen hat und nicht wusste, warum macht man solche Bilder? Um zu sehen, wie viel Spannungsverlust die Uhr beziehungsweise das Band hat. Was heißt Stretch? Stretch heißt, dass dieses Band durchhängt nach unten. Deswegen macht man auch eben genau solche Bilder, dass man sieht, es ist sehr stabil, es hängt nicht bis kaum, das ist natürlich absolut guter Zustand. Und es kommt eben zustande, weil diese 5 Glieder, die das Jubilee-Band hat, miteinander verbunden sind und da gibt es Hohlräume. Und in diese Hohlräume kann natürlich über die Jahre Schweiß eindringen, Staub eindringen, kleine Sandkörnchen eindringen. Und wenn man dann die Uhr am Handgelenk hat und sich das die ganze Zeit aufreibt, über Jahrzehnte hinweg, und ich meine, das sind Vintage-Modelle, die haben ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel im Normalfall, dann ist es einfach so, dass dadurch das Spiel zwischen den Gliedern mehr wird und dadurch hängt dieses Band. Das ist auch gut bekannt inzwischen, das wissen viele inzwischen, dass sie auf den Stretch achten müssen und deswegen... Genau, aber und das ist eben genau das Spannende, ja. Wenn wir Preisverhandlungen zum Beispiel haben, hörst du vor allem bei diesen Uhren, weil es ganz oft Erstkäufer sind, ja. Ich kriege die Uhr ja irgendwo anders 200 Euro günstiger. Ja, und wenn du dann sagst, ist sie aber auch in diesem Zustand vom Stretch und sagt, oh, da habe ich gar kein Bild oder das weiß ich gar nicht. Und das Ding ist, Stretch ist auch eine wichtige Information, man kann so ein Band wiederherstellen. Also man kann das zerlegen lassen, es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert. Die füllen dann eben diese Löcher wieder aus, fräsen die neu, das heißt, es wird neu aufgearbeitet. Und ihr könnt euch vorstellen, teuer. Es ist wirklich gut investiertes Geld, wenn man sagt, hey, ich kaufe die gleiche Uhr für 200, 300 Euro mehr, aber in einem deutlich besseren Zustand. Und das ist die erste Sache, auf die man achten muss. Die zweite Sache, die man beachten muss oder die auch wichtig ist, um zu entscheiden, ist das vielleicht eine Uhr für mich oder nicht, ist das Glas. Die Datejust 36 gab es mit Acrylglas bzw. mit dem Plexiglas und später auch mit dem Saphirglas. Das Saphirglas hat einen ganz, ganz klaren, gravierenden Vorteil und zwar ist es kratzfest. Viele haben ja Raubputzwände. Und die sind der Killer für solche Gläser, weil da sind so kleine Kristallpartikel oder Steinpartikel und so. Und die sind härter als das Saphirglas. Das heißt, wenn du einmal durch die Wohnung läufst und da hängen bleibst, hast du gleich Kratzer drauf. Und musst das Glas ersetzen. Und das wird teuer bei Saphirglas. Teuer, genau. Bei Plexiglas im Vergleich hast du natürlich viel schneller Kratzerchen drin. Du hast ganz leichte Mikrokratzer drin, ja. Du hast Dinge. Vorteil ist natürlich, man kann es rausprobieren. Also wenn es jetzt nicht mega tief ist, kann man drüber polieren. Plexiglas sieht aus wie vorher, das heißt, man kann beim originalen Glas bleiben. Ich glaube, das ist die erste Frage, die mir gestellt wurde, als ich angefangen habe zu handeln. Warum haben die überhaupt Plexiglaser? Warum werden Plexiglaser verbaut? Erstens ist es ein weiches Material und zweitens, Plexiglas splittert nicht. Genau. Und wenn man es ersetzen muss, und das ist ja auch nochmal ein schöner Nebeneffekt, dann ist es saubillig. Also auch Faktor, den man beachten muss, welches Glas ist verbaut, kann man an der Referenz eigentlich festmachen. Also gibt die älteren Referenzen, haben vierstellig, genau. Die neueren Referenzen haben dann Saphirglas verbaut. Dann geht es eigentlich direkt weiter. Wir handeln uns vom Band über das Glas zur Lünette. Wir haben es mal kurz angesprochen. Es gibt Stahllünette und es gibt Weißgoldlünette. Die Weißgoldlünette funkelt insgesamt ein bisschen mehr, ist auch etwas anders gezackt. Gezackt sind sie beide. So Weißgold ist beliebter als Stahl, glaube ich, kann man so sagen. Zudem hat man natürlich hier auch ein bisschen mehr Materialwert. Das heißt, Weißgold wird auch höher gehandelt, im Normalfall, sage ich mal, im Durchschnitt, als das andere. Dann gibt es die ja auch noch mit glatter Lünette. Genau. Also dann ist sie auch aus Stahl und glatt. Ist dann aber gibt's bei weitem nicht so beliebt wie die gezackte. Definitiv nicht. Die Datejust ist natürlich auch so beliebt, weil sie in ganz verschiedenen Varianten gibt vom Zifferblatt. Also wir haben jetzt hier 5 Modelle liegen und keine dieser Modelle hat das gleiche Zifferblatt. Hat eine extrem große Variabilität drin bei dem, was einem gefällt. Und dadurch erreicht es natürlich auch die Masse, die dann sagt, genau die will ich. Und man muss ja auch sagen, Datejust overall mit dieser, wie es der Name sagt, Datumsanzeige selber, ist natürlich auch ganz praktisch. Ich habe die Uhrzeit, ich habe das Datum. Und mehr braucht man im täglichen Gebrauch nicht. Und dann kommt man eigentlich zum nächsten. Wenn man jetzt über diese eine Funktion redet, die die Uhr hat, das Datum ist auch ganz wichtig zu erwähnen.
Quickset, also die Schnellschaltung vom Datum, gab es nicht immer. Ganz jetzt einmal zu zeigen für die Leute, die vielleicht nicht so tief drin sind. Und wenn ich dann hier die Schnellschaltung mache, kann ich quasi schnell mein Datum durchschalten und kann, wenn sie jetzt mal ein paar Tage lag oder wenn jetzt der Monat nur 30 Tage und ich 31 habe, kurz drüber schalten. Macht natürlich beim Preis auch was aus. Eines der wichtigsten Themen aber, die man auch beachten muss, und das ist eigentlich Markus Lieblingsthema, weil Marco poliert ja bei uns auch, ist das Thema Zustand vom Gehäuse. Wir haben zum einen, was ganz gerne bei älteren Modellen der Fall ist, die Krone. Also die Krone muss immer eine schöne Kontur haben. Du musst wirklich alle Zacken erkennen, den Kreis hier unten erkennen, etc. Sie muss ein bisschen höher sein. Dann haben wir mattierte Außenglieder und die Center Polished Links. In Hochglanz, also so spiegelnde Flächen. Matt, Hochglanz, Hochglanz, Hochglanz. Genau. Ganz wichtig noch, wenn man die jetzt so umdreht, dann sieht man die Hörner, die müssen gleich lang sein, die müssen gleich breit sein, weil sonst wurde zu viel wegpoliert auf der einen oder auf der anderen Seite. Jetzt kommt der wichtigste Punkt. Du musst diesen schönen Hornschliff haben. Der verläuft nämlich, also so quer praktisch, rein zur Uhr. Wir kennen es nicht die gleiche Mattierung wie hier an den seitlichen Links, sondern es ist eine eigene Mattierung mit einer eigenen Körnung auch. Und ganz wichtig, man muss ganz klar hier eine Kante haben. Das glaube ich ist mit das Wichtigste, weil ganz wenn oft, die Uhr, wenn halt poliert wird oder genau, schlecht poliert wird, wird diese Kante, die hier schön scharf ist, also man muss die wirklich spüren können. Mhm. Hier zum Beispiel ist ein traumhafter Zustand vom Gehäuse. Dann zahlt man das im Zustand natürlich auch etwas mit, weil eine Uhr, die rumgelutscht ist, die kriegst du nie wieder so hin. Und das ist die originale Form, der originale Zustand, so wie sie damals ausgeliefert wurde. Ende 80er ist die rausgekommen, wurde über die ganzen 90er bis Anfang 2000er gebaut und ist eigentlich, glaube ich, die beliebteste Uhr bei uns im Shop. 16234 sozusagen. 16234, genau, oder 16233 oder 16013. Genau, das sind so die beliebtesten, das sind die Kassenschlager. Ich verstehe auch warum, weil ich finde so eine Datejust, die sieht, also vor allem in so einem guten Zustand, ist zwar, ich sag mal, ein relativ erschwingliches Objekt, aber dennoch sieht die nach viel aus. Wo wir gerade bei erschwinglich sind, ist jetzt die Frage, wo liegen wir bei Vintage Datejust Modellen ungefähr? Und da muss man natürlich wieder unterscheiden, Zustand, mit Papieren, mit Box oder wie sieht das? Marco, du jetzt als Verkäufer, geh mal ganz kurz durch, wo liegen die? Ja. Ich sag mal hier die silberne zum Beispiel, die liegt knapp über 6.000 Euro mit Papieren. Ohne Papieren liegen wir bei knapp über 5.000. Bei der Datejust hier liegen wir bei fast 7, also 6.500 bis 7.000 Euro mit Boxenpapieren. Und den Factory-Diamanten auf und dem Blatt, genau, zahlt man natürlich auch mit. Stahlgold und Stahl schenkt sich eigentlich nicht viel, wenn wir die Weißgold-Lünette haben. Die liegen preislich sehr nah aneinander. Wenn wir sie mit Papieren haben, sind wir immer zwischen 6.500 und 7. Wenn wir sie ohne Papiere haben, zwischen 5.500 und 6. Kleinblatt, das, wie es der Name schon sagt, das Zifferblatt hat so ein bisschen das Design von Leinenstoff. Von diesem und Leinenpapier. Genau. Und das ist zum Beispiel auch ein Blatt, das wird jetzt gar nicht mehr produziert von Rolex. Das ist quasi nur in den Vintage-Modellen. Und sehr gefragt. So natürlich, wenn du jetzt so ein gefragtes, selteneres Ziffernblatt hast, zahlst du auch nochmal ein kleines Premium dafür. Und wenn wir jetzt die zwei zum Beispiel im Vergleich nehmen, das ist ja auch eine Sache, die eine Uhr einzigartig macht. Das ist nahezu identisches Blatt. Dieses Cream Dial war nämlich, als es ausgeliefert wurde, gleiche Farbe wie das silberne. Das war mal ein silbernes Zifferblatt und hat einfach über die Jahre eine Patina bekommen. Und das ist auch eine Sache, manche sagen, Patina, geil, das ist eine einzigartige Uhr mit einer ganz eigenen Geschichte. Andere sagen, nee, ich will doch keine Uhr, die benutzt aussieht oder genutzt und getragen. Das Ziffernblatt hörst du auch manchmal. Ja, und das ist natürlich typusabhängig, denn was der eine extrem geil findet und wirklich sagt, ich zahle da echt einen Aufpreis für, sagt der andere, nee, also dann nehme ich lieber die cleane Variante. Und das, so, glaube ich, kannst du mit der Uhr jeden Geschmack treffen eigentlich. Das heißt, man liegt zwischen 5.000 bis 7.000 Euro, so zusammenfassend, je nach Zustand, je nach Lieferumfang. Macht die Uhr natürlich extrem interessant, extrem beliebt. Deswegen, wir haben sowas auch immer bei uns natürlich da. Die Datejust geht gut, wir haben viele Varianten da. Wir haben viele Kunden, die wir glücklich machen damit. Vom Erstkäufer, der sich die kauft, auch über Hardcore-Sammler, die sagen, ich habe schon 30 Uhren in meiner Sammlung, aber der Datejust darf nicht fehlen. Das heißt, es ist eine Uhr, die wirklich für jeden da ist. Was sagt ihr zu Datejust? Ist es ein Modell, das euch anspricht oder ist es euch zu Mainstream? Und wenn ihr eine nehmen würdet oder habt, Stahlgold oder Stahl? Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare.